Ich sehe 5. Bei mir steht noch Mitfahrer. Ja, Mitfahrer, da sind 5 Leute. Ja, bei mir auch. Gut, das ist richtig, dann können wir ja los. Naja, und ihr habt auch alle ESM offen und den Plan geladen. Ja, diesmal habe ich daran gedacht, ja. Okay, ja. Cool. Wollen wir den Samurai als erstes fahren? Und warum bekomme ich jetzt als Sponsor Cinetic vorgeschlagen? Das ist interessant. Weil es halt so ist. Muss ich jetzt auch nicht überlegen. Achso, und ich muss die Aufnahme starten. Nicht wieder vergessen hier. Eine Shootout-Karre. So. Kann nix. Das kann ich auch nicht, das ist richtig. Oh, was? Da gibt's Lust? Ich hab Waffen, was das für ein Bullshit. Es ist eine Shootout-Karre. Ach man. Aber ich kann auch nicht irgendwie wechseln. Oh. Nee, kann ich auch nicht. Das ist voll behindert, aber gut. Ja, dann ist es jetzt halt so. Nur bitte nicht sitzen. Da weiß ich nicht, wo ich hinfahre, ist auch ganz gut. Ich hab mich noch gar nicht eingefahren, das ist nicht gut. 16 Runden. Das ist noch was zu tun. Ach ja, genau, da können wir das. Ja! Oh, nicht ich wollte euch noch warnen, aber ich hab euch nur vorbeifliegen sehen. Ich hab's so gewusst, dass das passieren wird. Ja, du hättest ja mal warnen können. Oh, nee, da steht ein Flugzeug in der Luft. Nee, ich wollte das Lustige abwarten, sorry. Muss man nur wissen, wann das nächste Mal wiederkommt. Das ist Flugzeug! Oh Gott, oh Gott. Okay, jetzt gucken wir, wo die Wahl gesagt hat. Weiter geht's! Oh Gott, ich bin noch gar nicht eingefahren, das ist scheiße. Wir sind alle nicht Wisst ihr, was das Tolle auf dieser Acetone-Strecke ist? Was ist denn das für eine Strecke? Die ist kaputt, die Strecke. Es gibt Nitro. Nitro. Obwohl, mach ich hier mit dem Motorrad. Boah, jetzt komm ich nicht durch, ey. Bei den Steinen müsst ihr auf der linken Seite fahren, dann beschlicht euch da nicht. Ist das eine Custom-Strecke? Ach, der kommt eine harte Rechtskurve. Just saying. Ich bin aber hängen geblieben, naja. Wie gesagt, die Steine auf der linken Seite fahren, dann knallt ihr da nicht um. Ach man, alle wieder so weit weg hier. Ach Mensch, wie erinnere ich mich an die Strecke, so scheiße. Hab die doch gestern noch gefahren, Mann. Was ist denn mit meinem Gedächtnis los? Was? Gestern gefahren? So fast cheaten. Oh Gott, mein Getriebe darf hier aber nicht ganz so hart sein. Ach, wie häufig kann man abfliegen? Oh, sehr häufig. Das Fadenkreuz geht mir auf die Nüsse. Guck doch einfach nicht hin. Immer da fahren, wo das Fadenkreuz ist. Ah, jetzt fahr ich rechts über die Steine. Bin ich denn doof oder was? Ja, die Antwort ist leicht zu beantworten. Da muss man links drüber, habe ich gehört. Oh, ich hab das Fadenkreuz wegbekommen mit der anderen Taste. Wie denn? Waffenwechseltaste, was weiß ich, wie die bei euch ist. Was auch immer die Waffenwechseltaste! Die hab ich nicht belegt. Probiert mal die Alt-Taste. Oh, hab ich auch, hab ich gar nicht belegt. Bei mir hat Alt-Taste funktioniert. Hab die nicht gehabt. Oh Mann. Links lang. Ich hab doch gesagt, links. Tarzan! Ja, ich hab diesen Scheiß und ich war in der zweiten Runde rechts gefahren. Alter, der Motor geht so kaputt, wenn man Turbo nimmt. Ja, dann, ach, wirklich? Dann dreh nicht so lange auf, dass du überhitzt. Ja, eine halbe Sekunde war das. Du hast da so einen Temperaturanzeiger. Da musst du aber schon vorher aufgedreht haben. Ach so, ja, da gibt's ja diese. Ja. Also für jede Nutzung geht dein Getriebe ein bisschen kaputt, aber wenn es zu heiß wird, geht sofort der Motor kaputt. Wie hier mein letzter Renntag. Ja, gar nicht mehr. Wusstest du nicht, oha. Das hat Ravage damals im ersten Rennen gelernt. Auf der harten Tour. Der ist echt ein Dessen. Du, das noch haben musst, das habe ich auch gelernt. Dennis kann sich noch erinnern, als ich mal Nice 2 gestreamt habe. Er sagt, ey, du, es existiert Nitro, ich drück Nitro, Bats. Auf einmal war ich kaputt. War sehr funny, ja. So, diesmal habe ich die Steine gefahren. Fuck, wie bin ich jetzt auf einmal Fünfter geworden, scheiße. Meinst du Vierter? Von Zweiten auf Vierter. Ja, Vierter, sorry. Komisch, ich sehe bei mir eine 5, aber egal. Ja, gut. Ich sehe mir auch eine 5, nach dem 2 von. Ist aber auch echt verlockend, hier nicht so zu drücken. Ja, es geht so lange geradeaus, ne? Ja.
Scheiße. Was für ein Getriebe habt ihr überhaupt eingebaut? Dasselbe wie immer. Lang. Ich hab mir ein kurzes eingebaut. Ja, gute Frage, wie immer, ne? Wo will ich denn schon wieder hin? Ins Grün. Ich mache immer wieder das... Du kennst doch meinen typischen Fehler. Da kommt ein Sprung, erstmal lenken. Achso, der Fehler, ja. Den ich jedes Mal mache und ich verstehe nicht, warum ich das mache. Ich hab meine Bremsen wieder äußerst lieb. Bremsen? Ja. Was ist das denn? Die nehme ich sehr hart ran. Ja, aber die Bremsen sind aber auch nicht gerade ohne, ne? Also, der Verschleiß. Oh, der ist hier ganz schön hoch. Braucht man die überhaupt? Bremst doch von alleine, wenn du abfliegst und gegen die Wand knallst. Ja, gut. Ja, eben. Nee, aber wir haben die ganze Zeit im Spiel. Trotzdem ist der sehr hoch, der Verschleiß. Da steckt einer an der Tanke, habe ich das richtig gesehen? Ja, ich tanke hier gerade. Wirklich? Jetzt schon kaputt? In Runde 4? Hast du das nicht so übertrieben gehabt? Ja, ich hatte schon 70 Motor. Oh, what the fuck? Was, mein Motor ist echt aufpassen, oder? dass ich nicht in Ravages Fußstapfen trete. Ja, das hast du schon fast getan. Ey, was schlag ich mich ernsthaft? Ey, Alter. Diese Buckelstrecke ist echt broken. Nee, ist sie nicht. Du musst nur richtig fahren. Ja, ich wollte links, aber irgendwie bin ich trotzdem abgeflogen. Och, Mann! Kann ich das endlich mal aus meinem scheiß Kopf kriegen? Und warum fahre ich jetzt über einen Rasenberg und mach wahrscheinlich die Fahnen? Meine Konzentration ist Ich hab es wieder getan. Da kommt ein Sprung. Links lenken. Sprung, genau. Ich mache den Fehler jedes Mal. Bloß nicht gerade abspringen. Ja. Oh, das ist auch sehr beliebt. Och Mann, ich halte es nicht mich perfekt. Oh, das geht nicht, das geht nicht gut so. Oh, Alter. Was, Auto, was hast du da bitte gemacht für ein Blödsinn? Das war ja ein kompletter Blödsinn-Auto. Und darfst auch auf 4 Reifen fahren. Boah, fuck. Steine sind echt. Ja, ich rall es nicht. Ich versuche links, Katz. Häng ich trotzdem gegen den Stein. Ich hab grad einen so einen Fall. Fahr links, ja. Trotzdem bleibst du an dem Stein kleben, aber ich fahr links, natürlich. Dann warst du nicht weit links genug wahrscheinlich. Fuck. Wirklich ganz auf der linken Seite sein. Zeiten hier ist nicht gerade so das Geld für meine Verhältnisse. Ach, beruhig dich, für unsere Verhältnisse sind deine Zeiten ganz gut. Ja, das stimmt. Fährt ja auch keiner mehr mit, der mich hier Paroli bieten kann. Das ist ja leider bedauerlicherweise in diesem Clan so. Oh, hol leiser. Ja, bei S2 ist das so eine Sache, ne? Ja, das ist doch wahr, ey, das ist. Leruti fährt nicht mehr. Ach, immer fährt. Der fährt irgendwie gar nichts mehr mit uns mit. Nee. Och. Warum fahre ich hier so langsam durch, Mensch, ey? Ah, Stevie war da deswegen. Was? Ach so, ja. Muss ja mal abfliegen, wenn du. Ja, ich muss ja jetzt abfliegen, damit ich ihn nochmal überhole. Ja, ich hab's diesmal mit 50 km/h zu langsam gelöst, aber ob das jetzt so viel besser ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, Leruti fährt gar nichts mehr bei uns mit. Ich glaube, den brauchen wir gar nicht mal hier reinzuzählen, oder? Ja, das ist auch so ein richtiges Unfallopfer. Ja, ja, eigentlich kannst du ihm die Rolle schon geben, ja. Ja. Ja, ich bin auch wieder gekommen. Komm auch immer wieder. Wenn ich mal überlege, ich habe meine Videobeschreibung erst vor kurzem richtig angepasst. Ja, und jetzt kann ich Liberty aus der Clan-Liste killen. Oh, ich habe in der Liste immer nur die drin, die wirklich an dem Tag dabei waren. Ja, ist doch besser so. Das habe ich früher auch mal getan. Aber irgendwie war mir das dann zu viel Arbeit. Und dann wurdest du zu faul, ja. Naja, so viel Arbeit ist es jetzt nicht. Ich weiß ja nicht, wer da ist. Ich wollte es gerade sagen, ist ja nicht so, als ist der Teamspeak bei mir nicht eingeblendet, ne? Also. Ja. Der ist doch so, weißt du doch. Ja, weiß ich. Bei mir ist ja eigentlich die Musikanzeige, ich bin mit drin, der Teamspeak und
wie ich den Controller benutze. Oh. Seit neuestem. Ich hasse Steine. Jedes Mal, wenn einer bei den Steinen fährt, dann fahre ich die falsch. Das ist Diebs da dran schuld. Das mit Controller muss das dritte oder vierte Nice-Rennen sein, wo der jetzt eingeblendet ist. Dritte, vierte, was? Schon? Dritte oder vierte Nice-Rennen müsste die jetzt schon drin sein. Könnt ihr euch bitte überrunden lassen, wenn das nicht bei den Steinen ist? Auf keinen Fall. Aber du kannst mal ein bisschen Windschatten und ordentliches Nitro benutzen. Erstmal hier Call-On machen, dass es überrunden schwerer wird. Aber da sieht man mal, wie selten Kirsche meine Videos schaut, dass er das nicht weiß. Ja, natürlich gucke ich keine Nice-Videos. Das ist nicht nur deine, sondern generell keine. Was? Warum denn das nicht? Warum denn? Also manche Runs, wie ich da durchgefetzt bin, wären doch echt lohnenswert gewesen, da anzugucken. Ja, meine will man nicht sehen, man will nicht sehen, wie man schlecht fährt. Ich hab letztens dein Video geguckt, Kirsche, das war echt was informativ. Achso, das ist ein, wo wir dann letztes Mal gesprochen hatten. Jetzt warte noch bis zu den Steinen. Bleib hinter mir, warte! Ja, ich hab ja schon Nitro gedrückt. Warte bis zu den Steinen, Socky. Okay. Das war nicht richtig gesprungen. Oh, jetzt habe ich Diebs damit vorbeigelassen. Was ist denn jetzt los? Jetzt habe ich aber freie Fahrt bei den Steinen und kann die Kurve jetzt auch richtig fahren. Und das klappt natürlich auch. Aber Dennis, das, was du da geschrieben hattest, ja, das Spiel wollte mir unbedingt seine Abkürzung zeigen. Ja, das war so geil. Das war einfach echt so. Ich hab einfach die Kurve zu... schon wieder den Fehler gemacht. Nein. Ich hatte dich so perfekt in die Abkürzung reingelegt. Weil ich aber auch die Kurve zu eng genommen habe. Das war der Witz dahinter. Jetzt musst du nur noch an der Leinplanke wallriden, statt da so rein zu crashen und dann weißt du, wie die Abkürzung geht. Genau. Also aber früher aber, die Leitplanke. Aber war witzig, ich will einlenken, lenke zu früh ein, patz dagegen, wie ein Flummi, knall ich gegen in die eine Abkürzung da rein. Das war echt wie aus dem Film. Aber ich habe danach die Stelle nicht mehr genommen, wenn man mal überlegt, ne? Ich habe die nur wegen dieses Crashes da genommen. Und ich mag diese Strecke hier nicht. Oh Gott, ich mag den Getriebeschaden hier nicht, den ich habe. Hast du denn mehr als ich? Weiß ich nicht, weiß ja nicht, was du hast. 71 habe ich. Ja, auf wieder. Getriebe diesmal, aber nicht Motor, oder? Wait a few minutes, du bist doch vorhin... Motor ist bei 36. Du bist doch vorhin erst an der Tanke gewesen. Ja, hier Turbo und so, ne? Dieser Sprung vor den Stein, naja. Mal davon ab, dass ich noch gar nicht drauf geachtet habe, wo eigentlich die Tanke ist, aber das ist ein anderes Thema. Mann. Die werde ich nicht verwenden. Die ist hier unten bei der langen Geraden. Ja, wenn man auf die Minimap guckt und deswegen erstmal rausfliegt. Ja. Danke! Danke! Hab mir der Fahrstuhl nicht beigebracht. Du, aber ich hab keinen Führerschein. Also. Den brauchst du für Nice nicht. Oh Mann, ich flieg hier überall raus, ey, das gibt's doch nicht. Pfoten weg vom Controller, danke. Jetzt ist uns wieder den Fehler gemacht. Doch, Mann, ich kann mir das gar nicht vorstellen, die Strecke jetzt ohne Nitro gleich zu fahren. Wie soll denn das möglich sein? Ich fahre die ganze Zeit nicht mit Nitro. Kann man doch gar nicht ohne Nitro fahren. Doch, siehst du ja. hier ist die Tanke. Wie soll das denn funktionieren, diese Strecke ohne Nitro zu fahren? Ja, siehst du doch. Ich sag mal, ich habe nur 15% Getriebe. Reicht dir die Antwort? Ja. Ich habe 51. Boah. Aber ich muss jetzt ohne Nitro fahren. Das Auto will nicht mehr. Finde ich sehr belastend, aber naja. Oh, wie langsam der dann ist, trotz großem Getriebe. Der kriegt dann nicht mal 300 hin. Was ist denn das? Halt echt, der kriegt nicht mal 300 hin ohne Nitro. Was ist denn das?
Hast du ein kurzes oder langes Getriebe? Ein kurzes. Da müsste er ja. Das ist hier das Problem. Nein! Doch! Nein! Doch! Das Problem ist nicht, dass der Gang endet, sondern dass der von der Beschleunigungskraft gar nicht erst auf die Topspeed kommt. Und wir fahren ja sogar mit Arcade-Beschleunigung, also nicht mit. Ja! Originaler. Weil wir ja auch den Arcade-Modus benutzen. Nein! Was meinst du? Was? Deswegen, was, Beat. Was benutzen wir? Wir spielen ja auch auf dem Arcade-Modus diesem Spiel da. Die angepasste ja. Auch. Ja, das beeinflusst nur die Beschleunigung der Autos und warum soll man die langsamer machen? Weil Pete macht das so will, wie es aussieht. Ja, du willst Realismus im Jahre 1900, wann kam es raus? Ehrlich gesagt finde ich das mit der besseren Beschleunigung realistischer. Ja, es ist schon. Redet von Realismus von. Wann kam das hier raus? 98. Redet von 1998 auf von Realismus. Ja, gut, das hat ja. Schaltet der nicht hoch? Ja, wie hoch ist dein Getriebe? Prozentzahl? Getriebeschaden, was sagt der an? Scheiße, 90. Ja! Dann kannst du dir natürlich mal drüber nachdenken, warum der nicht hochschaltet. Da musst du, glaube ich, dringend nochmal tanken. Damit klebst du. Könntest du gewisse Gründe haben. Ja, welchen Gang klebst du fest? Im zweiten. Oh! 170 km/h. Sehr gut. Dann kann ich dir empfehlen, jetzt nicht zu resetten, denn dann klebst du im ersten fest. Echt? Ja, ist mir mal passiert. Oh, okay. Also kein Fehler machen. Ja, weil das Getriebe den Gangwechsel nicht mehr hinkriegt. Genau, das Reset kriegt den Gangwechsel hin, aber danach hängst du halt im ersten. Jo. Oh Mann. Das wusste ich gar nicht, dass wir das. Ist auch, doch. Das ist so. Irgendwann halt eben. Wobei das erste Mal passiert schon irgendwie, dass überspringt er einmal kurz einen Gang oder so und dann nachher beim nächsten Mal, glaube ich, war das doch so, dass er irgendwie in einem Gang festhängt. Ja, das Schalten wird langsamer und alles. Naja. Na, wie fährt sich so im zweiten? Entspannt. Ja, ziemlich hoch. Hochtourig. Es fühlt sich sehr langsam an ohne Nitro, das kann ich euch sagen. Ich könnte mal ein bisschen Nitro drücken, vielleicht bringt es was. Also auf der Geraden drücke ich jetzt nochmal Nitro, das kann ja nicht sein, dass ich hier so rumschleife jetzt hier. Ach Mann. Ach, dieser Baum, er hat auch schon viermal geküsst, ey. Und der steht immer noch. Ja. Was für ein Spiel. Realistisch, dass der Baum stehen bleibt, ne? Aber so schnell geben die ja auch in echt nicht nach. Ja. Ja, eben. So. Na dann. Muss bestimmt sehr cool sein, die ganze Zeit. Nur was war das? 170? 170, ja. Du kannst froh sein, dass du nicht das kurze Getriebe benutzt. Stell dir vor, was für eine Speed du dann hättest. Und warum kippst du jetzt hier um, du Arschloch? Ups. Und in welcher Runde seid ihr? Ach so. Ach so, ich weiß, warum der umgekippte Stevie steht ja zu Runden an. Ja, okay. Ich hab's ja verstanden. Beste Begriff. Ja, guck, du bist doch da wieder. War in der Tanke und repariert sein Getriebe. Jetzt lernt er gleich wieder was. Jetzt lernt er wieder was Geschwindigkeit ist. Wieder das gemachte. Alter, ich gehe kurz auf den Turbo und Getriebe ist schon bei 33%. Nein, du bist ja nicht auf 0 repariert worden. Okay, aber auf 30. Du drückst kurz auf Turbo und es hat schon 3% mehr. Ja, was, wie viel? Dann hast du aber ordentlich Turbo gegeben, so. Ja, eine halbe Sekunde, eine Sekunde. Ja, bei einer halben Sekunde kann das doch nicht sein. Ey, nee, derselbe Baum, ey, Mann. Hat bald meinen Namen. Mehr nicht. Hat bald meinen Namen, ey, der Baum, ey. So, 74 Getriebe, ja, da kann man doch nochmal ein bisschen treten, oder? Weiß ich ja nicht. Vom Kirche auch eine Rückwärtspelle, was soll das? Mal gucken, was du da treibst. Zu viele Fehler aktuell. Oh, nicht so schief, nicht so schief! Danke. Jo!
Ihr habt mich wieder an den Steinen überholt. Ich kann die Steine nicht fahren, wenn da jemand anders fährt. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Ich krieg das komischerweise einfach nicht hin. Jedes Mal, wenn einer bei den Steinen ist, mache ich einen Unfall. Ich denk mir so, hey, überholt mich gleich, da kommen die Steine und dann kommt er an. Das ist doch, wieso kann ich die Leute nicht überholen, wenn ich da nicht bin? Wieso kann ich da nicht fahren, wenn da jemand ist? Das gibt's doch nicht. Lasst euch bitte nicht bei den Steinen überrunden, danke. Da musst du schneller sein. Ich gebe ja schon alles, was ich mache, aber mein Auto will ja keinen Sprung mehr machen hier. Nicht noch so weit raus, nicht so weit raus! Ach, wieso willst du mir denn kein Nitro geben, Stevie? Was soll denn der? Weil ich lieber, meinst du, lieber die Kurve rauszurutschen und rumzubrennen, ja, damit mein Nachbar sich beschwert. Windschatten hab ich gemeint. Derselbe Baum, ey, zum fünften Mal hintereinander, ey. Ach, rutschen wir nochmal raus, weil das so geil war, Spiel, ja? Freut mich. Na toll. Kurz vor Rennende werden wir überholt. Schaffen wir es noch? Nee, wir müssen uns also resetten. Ist okay, hab ich ja verstanden. Das war ein durchwachsenes. Na, zwei Runden nur noch. Zum Glück fällt mir Ruzi nicht mit. Das ist schon Runde 14. Ich bin in Runde 15. Ja, deswegen, aber nur zwei Runden. Dann sprechen nur noch weniger Runden, ja. Ja, genau. Komm mal bei 12. Oh, ja gut, du bist ja auch mit 170 da rumgeschlichen, ne? Ja, war schon zweite Mal in der Tanke. Zweite Mal? Alter, ich schreie diese dummen Steine nicht, ey. Mhm. Meine Reihe meinten gerade kurz, ey, guck mal hier, wir haben noch zu wenig Prozent. Wir überdrehen uns mal ganz kurz, während du bei den Steinen fährst. Oh, wo bist du hin, Auto? Der Weg ist hier, nicht rechts von der Seite, irgendwo in der Wiese. Ist eigentlich noch jemand von euch irgendwie an der Tanke gewesen, bis auf Pete? Nö. Auch nicht, aber ich habe inzwischen auch 80 Getriebe. Ja, 77. 78, also, viel geht auch nicht mehr. Ja, ich habe Angst vor der Zahl 80, da passiert meistens Scheiße mit dem Getriebe. Toll, danke, dass du mich beruhigst. Och, Spiel! Mann, ja, ich resette mich ja. Ist ja in Ordnung. Oh Gott. Noch eine Runde? Muss denn das sein? Eine, ja, leider. Ja, zum Glück. Und nochmal ein Reset, nicht, weil er geil war. Ja, wo will ich denn hin? Wo will ich hin? Der Einsprung ist schon geil, da. Ja, stimmt, ich muss jetzt gleich noch mich wieder resetten. Weil am besten, da kommen gleich Sprünge. Ich muss mal kurz gleich, ne? Muss ja. Ich finde die Sprünge hier gar nicht so schlimm. Zumindest gibt's hier keine Noseflips. Die mich ja so immer nerven. Ja, die habe ich ein paar Mal gehabt, aber ja, irgendwie teilweise. Bei den Sprung zu den Steinen habe ich da auch Probleme gehabt. Oh, ja. Vielleicht war ich da einfach zu vorsichtig. So. Ach, das war hängig hier. Das war's dann. Das war's mit dem zweiten Platz. Naja. Ja, da bin ich hängen geblieben und das war's dann. Dann muss ich ja nur noch nach Hause wollen, ja? Genau, kannst du vom Gas gehen. Warte mal kurz in die Tanke. Ja, genau. Der vom Gas gehen brauche ich nicht, der rollt schon, der beschleunigt schon langsam genug. Und nochmal ein Reset, weil er so cool war. Ach, da bist du, Stevie. Ich hab's auf der Karte gesehen. Ja, das Getriebe ist jetzt durch. Da geht nichts mehr. So. Oh, dann könnte ich ja... Das muss Stevie von mir sein. Dann könnte ich ihn ja fast überrunden. Warte mal ein bisschen. Ich will auch mal Stevie überrunden. Der ist gleich durch. Ja, ich auch. Ja, ich sehe das. Die Karte sagt mir das gerade. Da heißt sie ja noch fährt, ne? Oh, ich hätte früher anfangen müssen, Nitro zu geben. Alter Baum, ey, ich bin da 6-7 Mal gegen gefahren, ey. Nach dem Tunnel. Ich weiß genau, welchen du meinst. Ich hab dich da mal am Parken gesehen. Ey, das kann doch nicht wahr sein, ey. Ah, bei der scharfen Rechtskurve, ne? Nach dem zweiten Tunnel, ja. Da fliege ich auch immer raus. Ah, den fand ich gar nicht. Obwohl, da ein paar Mal bin ich auch lang geflogen, ja. Ich vergesse immer, dass es danach so scharf nach rechts geht. Ja, es ist,
Ich war immer ein bisschen zu schnell meistens, naja. Aber ist das linke Rücklicht verschoben oder sowas? Bei mir ist das rot, das rechte Rücklicht ist genau, also das leuchtend rot ist, genau da, wo das Rücklicht ist. Das linke leuchtende ist zwischen den beiden Lampen. Was so schlimm ist es bei mir jetzt nicht. Oha. Da das hat aber, geklappt. Da war sie aber nicht ganz so schnell unterwegs mit der Rundenzeit, nee. Wa? Nee. Nicht wirklich. Vorsicht vor Nachsicht. Ja. Leute, so, denkt dran, wir müssen gleich auf Rennen 2 stellen, nicht? Oh. Ja, Steuerung 2 nicht vergessen. Kann ich jetzt schon machen, ne? Hab ich schon gemacht, ja. Hätte ich auch Steuerung P drücken müssen? Nee, aber nee, du könntest... Das gibt's ja nicht. Was bringt so, du noch Steuerung O? Ich hab natürlich immer noch den Samurai. Ich sehe, dass hier irgendwas mit Steuerung O 0 ist, aber was auch immer das ist. Damit speichere ich mein Replay. Mirage TT, okay. Oh, kann ich. Was haben wir denn jetzt hier? Kein Elektro. Ach, das komische Auto, ja. Das komische Rennen sieht gut aus. Das fährt sich cool, ja, keine Frage. Bremsen könnten ein bisschen stärker sein, aber. Und ein bisschen länger halten. Ja, guck mal, was Rammstein dazu sagt, wa? Aber. Rami. Ich hab natürlich immer noch Waffen. Oh, kein Schaden, kein Nitro. Also heizen, was hier zeigelt. Alter! Ich bin so häufig vom Gas gegangen, aber es ging einfach nicht vorwärts. Aber geht mir aus dem Ring. Geht mir. Ich hab nichts gesehen wegen Dennis. Ich sehe. Oh, hier schön ist ja Alarm fliegt, das kann ich was sehen. Hier gibt's keinen Schaden, by the way. Ja. Und du kannst Nitro drücken, wie du willst. Genau. Weil es ja auch kein Nitro gibt. Genau. Und wie ist die Getriebesituation? Standard. Ganz normal. Ich hab auch normal. Aber das ist schon hart. Ich hab auch kurz geschaltet. Aber das Komische bei diesem Getriebe von diesem Auto ist, jedes Getriebe ist gleich schnell auf der Strecke. Ja, toll. außer sehr kurz. Sehr kurzes Mist. Boah, was ist denn das für eine Strecke? Ist die auch Custom? Ja. Also. Alter, fahren wir heute nur Custom-Strecken hier? Nee, nur zwei. Die anderen sind da auch. Hat's richtig gemerkt hier bei dem einen Part. Meinst du? Ich meine, die Strecken sind nicht so broken wie High-Stakes-Custom-Strecken. Die sind überhaupt nicht. Nein, das will ich gar nicht sagen, aber da war diese Einohr-Scheiße. Alter! Diese eine Stelle da. Die Einohr-Scheiße? Ah, so! Oh Gott, ich war so langsam. Was in diesen Track-Polygons gemerkt habe. Bin ich denn da lang gefahren? Ich glaube, das war nicht Teil der offiziellen Streckenführung. Die Strecke ist voll cool, Pete. Ich mag die Strecke. Sag ich doch. Ich sag nichts dagegen. Weil weißt du, warum die cool ist? Weil es gibt Haarnadeln, es gibt lange Geraden, es ist alles drin. Nein, das ist doch voll gut. Regnet im Tunnel. Tja, genau. Merkt mir überhaupt nicht, dass es eine Custom-Strecke ist. Das ist tatsächlich geil! Und da sagt man, da hat nichts birken, ne? Ja, genau. Das könnte man beheben. Aber der Regen hat sowieso keinen Einfluss auf die Physik hier. Warum nutzen wir dann Regen? Das Auge ist mit. Fürs Auge. Das Auge fährt mit. Wozu gibt's da einen Regenreifen im Spiel? Ja, das macht tatsächlich schon einen Unterschied. Also wenn die nicht drauf hast, dann ist das... Ich meine, wir sind ja schon sogar... Wir schaffen es ja so verrückt zu sein, dass wir auf einer Ägyptenstrecke Schnee haben. Ja, natürlich. Muss sein. Gibt's aber auch. Gibt's in Ägypten Schnee, so ist nicht. Also nicht häufig, aber gibt's halt eben. Mal gibt's da was anders? Ja, ich mache hier erst dann Punkte. Also eine gute Rundenzeit auf der Strecke ist eine 1,51. Bestimmt! Ich spiel hier gerade ein anderes Spiel, glaube ich, irgendwie. Aber die fahre ich gerade aus einer anderen Dimension. Wo war das? Bei Pool Street da mit den Style-Punkten? Das fahre ich, glaube ich, gerade hier. Pool Street kann ich nicht spielen. Das lässt sich bei mir nicht installieren. Okay. Ich pack die CD rein, ich will installieren. Nach dem dritten Mal passiert nichts mehr. Dafür, dass jetzt bald die PPG Edition für Pool Street kommt, ist das sehr traurig. Hast du mal am Tatsinger gemacht? Da wartest du lange mal nachgeguckt. Komm jetzt als Programm. Was? Du kannst ja im Taskmanager diese Setup Extra, was das ist, da analysieren wegen der Warteschlange. Da ist da ein Task drin, der das blockiert. Keine Ahnung. Das könnte sein.
Es ist halt einfach nur schade, weil ich habe Prostit so, ich habe die jetzt früher mal gespielt, zwar nie zu Ende. Und jetzt kommt halt zum 1. April die Pepega-Version davon. Von den gleichen Mod-Erstellern wie halt für Most Wanted gewesen, ne? Und interessiert hätte mich das halt schon. Ja, wie lange lässt du das denn warten? Also wie? Ich habe das schon mal eine Stunde laufen lassen. Okay, ja, dann ist eindeutig, ja. Die Post-Street-Version auf dem RRP funktioniert bei mir gar nicht. Ich habe die vom RRP mal versucht zu nutzen, funktioniert bei mir gar nicht erst. Oh, ist das schön, ach, das um die Haarnadeln zu driften, weil man ja, nicht ja auf Schaden achten muss. Ich dachte ich nämlich auch, da kann man geil driften. Ja. Driften? Ja, bei den Haarnadeln. Bei den Haarnadeln, weil mit Schaden wirst du die Reifen ruinieren. Ah, jetzt bist du hier mal halbwegs vernünftig durchgefahren. Ist immer noch beschissen, aber naja. Wird wahrscheinlich wieder. Ah, wie massiv mal wieder eingeholt und ist noch mal wieder ein Unfall. Ja, du hast mich nur eingeholt, weil ich einen Unfall gebaut habe. Ja, siehst du? Baut ihr mal alle Unfälle. Mann, ey. Steven, mach auch mal Unfälle. Alle machen Unfälle, scheint lustig zu sein. Ja, das ist der neue Trend. Genau. Da gibt's eine Quest Compilation. Steven, der Außenseiter, macht keine Unfälle. Ah, komm, mit der ist der Kopf nicht klar, ey. Oh, da steht so ein blöder Pfosten, ne? So ein Poller. Da bin ich gut raus. Richtiger Vollpfosten wahrscheinlich. Das ist voll der Vollpfosten. Der steht da so im Weg, ey. Bin da schon einmal hängen geblieben, einmal jetzt gerade voll knapp dran vorbeigeschlittert. Ah, oh, das ist nicht so gut, aber mal gucken. Ach, ich krieg nichts auf Reihe hier. Die Strecke ist nicht so meins. Ja, oh, weil du die nicht so auswendig kennst. Ich bin bei der beim einen Grundstück da in Vorkarte so eine Mauer, ne? Konnte mich links vorbeigefahren, dann rechts. Ja, genau, bis in der ersten Runde auch. Das ist scheiße. Ja, aber kann echt lang fahren, ne? Ja. Also wohnen möchte ich da nicht. Nicht? Das könnte ziemlich tödlich enden. So, ich gehe dann mal raus, ich will Platz. Aber ich hätte mit 160 raus müssen, hab ich auch nicht gemacht. Das Alter! So, wie, du bist gleich da? Ja, ich komm schon mal nach draußen, ich warte. Ja, nicht beim auf die Straße gehen telefonieren. Nicht auf der Straße. Ach, wie scheiße. Also die Bremsen von dieser Karte. Oh, meine Fresse. Ja, was war denn das von mir jetzt? Irgendwann bin ich da nicht vorbei, das hab ich gar nicht gesehen. Da hast du absolut recht, Pete. Ja, das. Oh, das ist echt wichtig zu wissen. Häng ich da fest, ey. Ich glaub's auch. Natürlich. Pete, das ist, wenn einer reset. Deepstab. Das ist, wenn einer resettet, dann siehst du nicht, wie du vorbeigehst, weil der taucht dann quasi hinter dir wieder auf. Oh, sag mal, ist das mein fucking Ernst? Komm schon. Fahr ich denn in der vierten Runde mit dem Blech zusammen? Ach, du joinst jetzt auch die Crash Crew. Gott sei Dank. Ja, wird so ja auch Zeit. Also sauber gefahren, das sehe ich bisher alles noch nicht. Also nur ein paar Runden immer, aber sonst. Ja. Den Anfang der Runde immer. Ja, für uns reicht's ja. Oh, was, ey. Die eine Wand mitnehmen und schön an der Wand festfressen. Geil. Also irgendwie habe ich diesen Vollpfosten noch nicht gefunden. Das ist da, wo Diebster außen lang gefahren ist, also an dem Haus vorbei. Auf der rechten Seite, also den Pfosten, den ich meine zumindest. Hm, na gut. Halte ich mal Ausschau. Ja, ich habe jetzt auch die Stelle da bei dieser Mauer genommen beim Haus, weil ich da reingerutscht ja, bin. Ja, geht ganz schnell, ey. Ich bin da reingerutscht, ich habe gebremst, rutsch, klatsch. Der muss sehr früh bei dem Wagen bremsen. Ja. Keine guten Bremsen. Liegt da in der Strecke und dann alles Eis ist? Ne, das Auto bremst halt einfach scheiße. Okay. Wie gesagt, da liegt an den Bedingungen. Nee. Boah, ich hab zum ersten Mal die erste Kurve überlebt. Och, jetzt dreh ich mich da, ey. Was soll das denn? Garten Warslide drehst du dich, ey. Das gibt's ja nicht. Fünfte Runde ist auch nicht gut.
Na, immerhin. Neue beste Rundenzeit. Na, immerhin, Die krieg ich nicht hin bis jetzt. Den Unterschied ausmacht, wenn man konzentriert alleine fährt oder wenn man hier in jeder Laune ist. Ja, ja, ihr seid wir schuld. Alles klar. Ach, jetzt fahr ich mal wieder ein bisschen durch den Schnee. Er weiß es doch, Kirsche. Er will es nicht zugeben, dass er auch Fehler baut. Nein, das sind immer die anderen, warum genau. Er das macht. Und wir müssen uns ja auch immer vor den Steinen überholen lassen. Ja, ich weiß auch nicht. Das, also wirklich, ne? Ja, er hatte überall Platz, aber er hat immer die Steine genommen, ey. Ja. Weißt du, wir können für gar nichts, aber Dennis sagt immer, wir sind an einem schuld, ja, ja. Ja, ja, genau. Statt dass ihr euch zurückfallen lasst und ihr wünscht hatten, ja, genau. Statt an den Stein. Wovon träumst du eigentlich nachts? Ja, davon. Dass wir an den Geraden warten. Dass wir auf den möglichst da, wo man den Windschatten am besten nutzt. Ja, immer wenn, am besten immer, wenn Dennis sagt, wir sind, du, ich will dich jetzt überrunden, musst du sofort stehen bleiben. Auf einer langen Geraden auf mich warten und dann genau. Mich mitnehmen. Ja. Naja, die Strecke liegt mir nicht. Du bist vor mir, also beschwer dich nicht. Es liegt am Auto, Diebster. Ach komm, was kippst du jetzt hier um? Das was? Ist doch... Okay, sechste Runde ist Benzin. Auch für den Arsch, Alter, Wow! Aber drei Runden am Stück schon für den Arsch, okay. Ja, das ist der Reifenabrieb. Der nicht vorhanden, ne? Ja, doch, bei Dennis ist Schaden an, aber das sieht er nicht. Ich habe seine RSM-Datei über angepasst. Ach. Einmal. Okay, es sind ja noch ein paar Runden, wo man ohne Crash durchkommen könnte. Oh, bleib doch auf dem Teppich, du Scheißvieh. Ich habe endlich mal geschafft, eine bessere Rundenzeit Alter. Hinzukriegen, ey. Was hast du? Eine 2-1. Wow. Boah, hab ich auch. Ich habe nur 2-5, ey, beste Zeit. Ich habe eine 62 noch am Ende. 89. Ah, okay. Ich habe 63 am Ende. Irgendeiner hier ist so schnell auf Platz 2. Der hat ja auch eine 1,59 und alles mit Crashes. Tja. Ah, da ist er doch, oder? Das sind die Crashes. Oh. Ja gut, ich wollte die Rundenzeit verbessern. Nö, ich hab nur Kurve zu eng genommen. Ja. Dir gelaufen, Brudi. Ich hätte es bestimmt hingekriegt, wenn ich mich nicht in eine Kurve festgesetzt hätte dadurch. Schade. Dann halt nicht. Exakt 2 Minuten, einmal. Oh, ich habe eine 1,57,96 hingefahren. Ja, sag ruhig, dass ich wieder die schlechteste Rundenzeit habe. Ist ja okay. Geil. Bin ich froh, eine 2-1 zu haben? Oh, wir haben jetzt bessere, damit du bloß die schlechteste weiterhin hast. Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Mir ist nur aufgefallen, dass ich jetzt 4 Sekunden besser gefahren bin. Frag mich nur, was der Demon für eine Rundenzeit jetzt hat. Stimmt auch unter 2 Minuten. Bestimmt so eine 1,49. 1,51,80. Leider eine Ruhe. Siehst du mal. Oh, die 8 Runde ist auf den Arsch. Sehr super. Es bleibt bei 1,51,80.
Das ist nämlich gut, da geht 1, 51, 20. Diesmal habe ich doch gar nicht so schlecht geschätzt. Aber es wollte einfach nicht klappen. Och nö. Jetzt bin ich direkt auf die Mauer gefahren, ja schön. Ach scheiße. Da links oder rechts vorbei, direkt mitten drauf, na toll. Du konntest dich auch nicht entscheiden, ob du links oder rechts fahren willst, wa? Nee. Ich wollte natürlich rechts noch vorbeikommen wahrscheinlich, aber er sagt, ich soll ziehen nach links rüber. Jetzt schnaut er hier meinen Windschatten. Nee, ich bin zu weit weg. Und ich verkack das eh gleich. Siehst du mich noch? Kannst du mich noch sehen? Ja, wenn so ein... Ah, scheiße, wir sind ja schon im Finish. Oh Mann. Naja, ist ja noch eine Runde. Ist ja noch eine Runde. So Kopf an Kopf rennen, das verkacke ich immer mies. Ich verkacke immer das Kopf an Wand rennen. Oh Mann. Kopf an Wand rennen? Naja, Motorhaube an Wand. Irgendeine Wand ist immer im Weg. Nein. Oh, 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 fuck, oh, Alter. Sah aber cool aus. Mann, hast du das gesehen? Ja, ich mach doch zwei Reifen darum. Was ist das? Damit bin ich jetzt auf zwei Reifen um die Kurve gekommen. Damit bin ich jetzt auch unter zwei Minuten, geht doch. Scheiße, wie schnell hast du aufgeholt, fuck. Eine 1,59,78. Oh Alter, an dieser Stelle krieg ich immer in dieser Passage. Ach, und mal, das ist vorbei, gerade. Ach, schade. Die gute, da werde ich wohl über 2 Minuten bleiben. Nee, das war kein gutes Rennen. Das kann ich auch besser. Aber wenigstens bin ich stylisch ins Ziel gefahren. Ey, die Pfeile hier stimmen ja. Ja, es fährt ja vorwärts. Dann ja, stimmt aber ist es nicht bei Custom-Strecken so, dass die nur bei rückwärts. Wenn du vorwärts fährst, passt es. Bei rückwärts verkacken sie es leider. Weil die nicht rückwärts gebaut wurde. So, jetzt Vollgas. Ja gut, die denken auch nicht da drin, dass man so dumm ist und die rückwärts fährt. Dumm ist, dass man das rückwärts eine eigene Streckendatei ist, statt dass das Spiel einfach von selber die Autos andersrum hinstellt. Naja. Na gut. Ist halt so. Vor Kirche im Ziel. Der Peter. Mann, ey. Hast du das auf... Nimmst du auf? Nee. Schade. Was ist da denn los? Ich bin so richtig... Richtig ästhetisch um diese Kurve. Ich dachte, wir haben besprochen, dass man immer jetzt aufnehmen muss. Und ich habe eine 1,58,58 geschafft. Oh. Oh. Oh, nicht schlecht. Und da, ich bin über 2 Minuten geblieben, leider. Ja. Vielleicht ist eine Rundenzeit. Oh Mann, die so. 59 habe ich glaube ich in der zweiten oder dritten Runde gehabt, danach kam einfach nichts mehr. Es finde ich witzig, dass Pete und Kirsche die vordere Zahlen richtig nur also die vorderste und die letzte Steuern gleich 3. haben. Aber sonst 57 und 59, wa? Achso, die Zehntel, Hundertel sind gleich, ja. Ach, jetzt kam diese komische Krücke. Ich habe immer noch Mirage hier ausgewählt. Ich bin mir gespannt, ob Jonat das fixen kann, dass beim Host immer die vorige Karre ausgewählt. Ja, aber das ist ja, wenn egal, das ändert sich ja dann im Rennen doch. Ja. Wir fahren jetzt Shadow Classic, ne? Das Einzige, was daran blöd war, ist, dass ich mein zweiter Rennen auch wieder Waffen hatte. Sehen. Schaden. Und komische. Etwas mehr Grip, ja? Oh, und deutlich mehr Gravie, okay. Aber... Haben wir Toro? Nein, aber nein. Gott sei Dank. Dann gib mal Gas, du Scheißding. Oh ja, deutlich mehr Grip. Oh, nee. Deutlich mehr Grip und irgendeiner fliegt weg. Ja.
Grip ist gar nicht so. Bisschen mehr Grip, deutlich mehr Gravitation. Ah, das meine also ich. Wahrscheinlich kann man bei den Sprüngen irgendwie, muss man nicht so aufpassen, schätze ich mal. Ja, mit der Lahmkrücke brauchst du da nicht aufpassen, nein. Da kannst du voll rüber. Mir ja, macht Sorgen zu wissen, dass wir gerade bis jetzt 12, 8, nein, was war das? 16 und 8 Runden hatten, jetzt 4 Runden, will ich nicht wissen, wie viele Runden die letzte hat. Über 20. Ja, das ist normal, das ist klar. Oh, ouch. Alter, wie kam denn jetzt Diebster hier angeflogen? Hast du doch Nitro gefunden, oder was? Nee. Ja, der hat irgendwie RSM gehackt und mal eben Nitro angemacht. Nee, da kommen wir nicht hinterher. Da kommen wir nicht hinterher, muss man sagen. Das Auto ist langsam, das ist unfassbar. Gut, ich übernehme mal kurz Dennis' typische Frage, die er eigentlich immer stellt. Wie sieht denn die Getriebesituation aus? Ja, wie sieht die aus, ja? Wie immer. Normal. Ich habe ein kurzes drin. Ich auch. Das Auto kommt ja nicht vom Fleck, da kannst du ja machen, was du willst. Das habe ich mir auch überlegt. Aber hilft ja nicht, wenn ich nicht gut fahre, ey. Ich dachte, ich übernehme mal Dennis' Frage, weil die kommt, kam ja nicht. Wer fährt dieses Splash-Auto? Das bin ich. Kirche! Willst du hier das etwa Ärger machen? Splash-Auto! Ja, du fährst doch Splash. Ja, das ist richtig, aber woher kennst du überhaupt die Sponsoren? Das sieht man doch an der Farbe. Okay. Außer du standst auf dein Auto drauf, ja. Ah, okay, das kann dir helfen. Ja, das Logo hilft auch und die Farbe hilft auch. Du weißt ja auch, wer bei Formel 1 Ferrari ist. Ja, die mit Motorschaden ausscheiden. Ja gut. Also ich hab's Rennen von heute noch gar nicht gesehen, aber das ist so das Übliche doch, oder? Oh Mann. Ferrari war mal gut, die haben's aber ganz schön nachgelassen. Ja, was hat Vettel da gemacht mit den Autos, ey? Oh Mann, jetzt sehe ich die nicht mehr, jetzt weiß ich nicht, wo es lang geht. Immer dem Asphalt nach. Ja, das sagst du so, aber manchmal sieht man den gar nicht so richtig. Wieso das denn? Der weil eine Kuppel ist. Wenn er mit Sand bedeckt ist. Ja gut, dann sieht man die Strecke gut, zumindest. Aber hinter einer Kuppel siehst du einfach nicht. Kann der Sand nicht Dirt-Physik haben? Oder Trackmania-Physik. Was zuerst? Witzigerweise habe ich nie Trackmania gespielt. Dann hat ja der Sand mehr Grip als ich. Ich hab ja auch keinen Trackmania-Teil. Also nein, das glaube ich nicht. Hast du das verpasst, Tibi? Ich hab ja keinen Trackmania-Teil, also. Na, United Forever könntest du kriegen, das ist geil, das Spiel. Das könntest du kriegen, könntest alle kriegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das kann man ja verteilen. Das geht, ja. Hä? Verteilen? Ja, ja, da kommst einfach du nicht auf die ganzen Server. Mit dem Upload. Achso, ist das sogar kostenfrei runterladbar, wa? Ja. Ja, irgendein Teil hat doch nichts gekostet. Ja, das war eigentlich nichts, nee, aber United. Nichts, ja. Aber United Forever wäre mir eigentlich neu, dass das kostenlos ist. Nein, United ist nicht kostenlos, nein. Ah, siehste? Ich aber weiß es doch nicht, irgendeines. Aber man. Ist ja dasselbe wie Nations, nur ein paar Areas mehr. Nee, United Forever hat das. Hat ein 6. Ja, also das ist schon deutlich mehr. Ja, es hat mehr, genau. Es gibt immer eine eingeschränkte Version, die dann umsonst ist. Einfach Stadiums umsonst, der Rest hat eben nicht. Das hat halt einfach noch die alten Envys von Trackmania Original und Sunrise. Deswegen. Nein. Oh, scheiße, Gott sei Dank habe ich mich gerettet. Also in diesem Bergaufstück merkt man das kurze Getriebe vom Diebster richtig. Ja. Irgendwie muss man dem Auto ja aus der Scheiße helfen. Also wenn du zu spät zum Termin erscheinen willst, dann nimmst du dieses Auto hier.
wenn der Chef, was doch wer oder wer auch immer den Termin hattest, sich beschwert, ja, dann lässt ihn einfach mit diesem Auto mal eine Runde fahren, ne? Und dann hat er vollstes Verständnis dafür, warum das nicht gekommen ist. Glaube ich nicht. Ist ja deine Wahl, das Auto zu nehmen. Musst es ja nicht kaufen. Dann sage ich dir, du hast ist kein besseres zur Verfügung. Ist eine Dienstkarre. Scheiß mir nicht genug Geld. Oh nee, verdammt, wieder das. Genau. Da, ja. Da konnte ich mir Gott. Ganz was knapp, ihr denn? Scheiße. Oh ein Mann, war das knapp. Echtes Racing. Tausendstel. Und dann nehmt ihr noch nicht mal auf. Naja, ja. Zehntel. War ein Zehntel? Wir müssen mal echt die Regel einführen, dass immer aufgenommen wird. Immer. Achso. Ja, dann, wenn ich die Aufnahme hätte, was dann? Ich kann's auch dann kann man es später sehen. Dann kann man es hochladen, mache ich aber nicht. Alter, ich habe keine 25er Zeit gekriegt, Schweinerei. Dann brauchst du es nicht hochladen. Drei Zehntel. Ja. Trotzdem. 1,25. Ach mein Gott, das ist ja die Rundenzeit. Das ist 300stel, mein Gott. Ja. Steuerung 4, ne? Ja, Steuerung 4. Soll ich jetzt die Aufnahme noch starten, um es danach nicht hochzuladen? Ja, jetzt ist im Rennen 4, brauchst du jetzt auch nicht mehr anfangen, glaube ich. Das war mit 1000 Gravitation, ne? Und oh, tatsächlich. Nitro-Schaden, 1000 Gravi, Grip. Aber du kannst es nicht wirklich von profitieren, weil der Grip so scheiße ist, ja. Und wie viele Runden? 21. Kaum mehr als 20. Oh, ich muss okay drücken, glaube ich. So. Kann man eigentlich Alt-Enter drücken, wenn da steht, bitte warten? Nee. Würde ich lieber nie machen. Verbiete ich dir. Kommt drauf an, ich kann's nicht. Was war das für ein Geräusch? Okay. Dann mache ich jetzt mal hier Dämpfer. Ach so, weil du die Dinger ändern möchtest. Aber die Dämpfer gibt's nur eine Einstellung. Die musst du auch sehr weich machen. Am besten ultra weich. Weich ist sowas geht. Das wäre schon interessant. Wie tut mir denn jetzt das Getriebe? Die ist egal, aber wechsel auf Regenreifen. Ja. Oh, ja. Ja gut. Ja, aber Getriebe muss doch auch gehen. Wieso ist denn das hier? Da ist es. Ah, normal. Okay, dann mach ich das mal. Ja, das Getriebe ist nicht wichtig. Wenn du das auf Regenreifen und sehr weich machst, hat viel mehr Auswirkungen. Ja. Hab nicht gesagt, in welche Richtung, aber... Naja. Also. Ganz viele Runden. Nicht durchdrehen. Jetzt habe ich schon 2% Reifen. 4%! 4%! Bin vom Gas gegangen. 0%. Geht's nicht runter? Ja, hier geht's nicht runter. Merkt ihr, wie die Karre rutscht? Ja! Ja! Da muss er häufiger 7%! 9! 8%! Ich hab 4. Nee, 5. Nee, 5, 6, 7, 8! Wo ging's denn hier da? Gott, da kommt man. Boah! Kaum durch hier. Ah, man muss aufpassen, wenn man ein Diebster hinterher fährt. Ja. 13, 14! Kannst alle kann mal jede Runde zur Tanke. Wenn der Reifenverschleiß ist echt nicht ohne. Wieso mach ich dir nach? Vorsicht, Stein! Alle rein! Wieso mach ich dir nach, Pete? Mann! Ja, schwierig. Boah, shit, ich muss langsam. Aber der Reifenverschleiß ist auf diesen. Mit den Settings echt scheiße. Ach du Scheiße! Ein richtiger. Hat keine Gravi, ey. Kein Grip? Eine Minute ist schon vergangen, Dennis hat die Frage wieder nicht gestellt. Wie sieht denn die Getriebesituation aus? Normal, weil bei der Strecke ist aber scheißegal. Achso, stimmt. So. Ja, stimmt. Gravi war hoch, aber kein Grip. Ich hätte sehr kurz machen müssen. Ich hab kurz. Ich glaub normal. Also nach 2-3 Runden darfst du ja schon fast echt an die Tanke, ne? Ja. Holy moly, Alter. Ich glaube, gewinnst du das Rennen wahrscheinlich eher durch die beste Strategie, ey. Statt durch schnell fahren. Jappa, ich dachte, ich rutsch lieber mal gegen den Baum. Alter, wie weit vorne ist das schon? Das gibt's nicht.
Wir freuen uns, je mehr so oft er uns umrundet, haben wir weniger Runden. Je weniger müssen wir fahren, genau. Also ich beschwere mich da jetzt nicht, also. Ich kann fast gar nicht so wenig lenken, ey, um das nicht zum Kühlen zu bringen, ey. Ich bin schon bei, 36%. Ja, 35, 34. Oh, bei dir jetzt weniger. Ja, er repariert sie beim Lenken. Hast du eine mobile Tankstelle? Ja. Power-up, ne? Er hat Eddie entführt, der muss das jedes Mal machen. Power-up. Beim Fahren. Ich hab ein Power-up aufgesammelt. Das muss teuer gewesen sein. Lohnt sich ja Nitro überhaupt nicht. Nee, ich fahr ohne. Ja, gab's ja. Außer auch mal kurz beschleunigen vielleicht mal, aber sonst... Alter, die Gravitation ist ja übel. Der 1000 ist die hier. Ach du Scheiße. Die ist gut, nur der Grip ist scheiße. Bong! Ich dachte, ich rutsche mal gegen den Baum, das war schön. Damit Diebster weg ist. Ja, mit Reise. Ja. Ja, das ist ja auch eine Reise hier. Nein, Leute. Wo ist die Tankstelle überhaupt? Ja, genau. Kann die sagen, wo Bäume sind? Ja, hab ich gesehen. Danke für den Hinweis. Da bin ich noch auf der Suche. Was, Bäume? Überall? Nein. Kommt der wieder hier ab, Kirche? Ah, hier ist die Tankstelle. Ah, hier. Gut zu wissen. Ja, müsst ihr erst noch merken, wo man hier abfliegt und wo nicht. Weil man fliegt an vielen Stellen ab und... Wäre nützlich, wenn man das wüsste. Alter, das gibt's nicht. 50% Reifen. Hab ich auch. Ja, random Wetter. Oh, Scheiße. Ach, war ein Baum. Kirche, da war ein Baum, hab ich gesagt. Ja, ich hab dir nicht geglaubt. Ich wollte das selber testen. Oh. Fuck, ich bin an der Tankstelle vorbei. 59 Bands, das ist ja gewaltig. Die verschleißen hier total schnell die Bands. Bremst halt nicht. Ja. Wobei ich auch nicht genau verstehe, wie das genau gemacht wird bei dem Bremsenverschleiß. Ich meine, hier haben die ja kaum Arbeit wegen dem geringen Grip. Ja, schon ein bisschen komisch, ne? Bremsen sind höher als Reifen. Das geht hier rein danach, wie du reinhackst und wie lange du reinhackst. Ach so, ja, dann ist kein Wunder bei meinem. Okay, der Reifenverteil, der Grip ist noch nicht mehr verarbeitet. Bei den Reifen, wenig Grip ist noch weniger geworden. Alter. Okay, ich würde das mal mit der Vollbremsung machen, theoretisch. Hi!
bisschen tanken hier. Hey, nicht ins Cockpit pissen. Ich tu tanken. Ich steh doch an der Tankstelle, Mann. Oh, Mann. Tank im Drive. So, weiter geht's. Ich bin mit 93, glaube ich, an die Tanke drauf. Oh, okay. Oh, ich habe auch schon 80 Bremsen. Nein, Bremsen ist so schlimm. Oh. Ah, das wird ein Horror, ey. Mich wundert übrigens, dass ich noch nicht umrundet wurde. Ja. Ja, die mir lässt nach. Ja, auf den ist auch irgendwie kein Verlass mehr, oder? Er versucht wahrscheinlich ohne Tanken auszukommen, falls der Route nachfährt. Das will ich sehen, wie er das schafft, bei dem Reifenverschleiß. Naja, wenn man die Kurven ganz langsam fährt, dann geht das schon. Stimmt, deswegen überrundet er nicht, genau. Ja. Außerdem crasht er beim Überrunden, das kostet einfach Allzeit. So, ich glaube, so langsam muss ich auch mal in die Tanke. Wieso ist schon eine. Ach ja, ist schon eine Überrundung passiert. Ihr wart ja in der Tanke, ne? Ja. Ach, stimmt, ihr seid einfach alle schon überrundet, ja. Kann natürlich sein. Hab nicht drauf geachtet. Ich hab die Tanksäule vor dem Gesicht gehabt. Same! Oh, krass. Ja, krass, ne? Wenn man die Tankstelle vor seiner Fresse hat, ich weiß. Nein, das aber danke, dass du mir dass das nochmal bestätigen möchtest. Ach Mann, dieser Stein, ey, ganze Zeit. Da fahre ich schon so langsam hier, ey. Und ich hab's trotzdem nicht. Hm. Ja, diese Einstellung wäre für das letzte Auto gut gewesen, glaube ich. Das war schon recht langsam. Letzte Auto. Ach. Hoffentlich erkennt ein S2 mein E920. Ich hab jetzt ein Netzteil bestellt. Was? Netzteil? Nice 2, mal Nice 2 will das Driving Force GT nicht mehr erkennen. Deswegen fahre ich ja mit Controller, also macht dir nichts draus. Aber das hat mal funktioniert, gell? Ja, das Nice 2 hat das mal erkannt. Das ist aber auch schon lange her. Irgendwann meinte der Nice so eine Lenkrad, was ist das? Dann habe ich gedacht, so bei. Boah, fick dich, Baum! Als ich den PC dann neu aufgesetzt hatte, dass dieser Fehler behoben sei. Aber Nice 2 hat dann leider immer noch gesagt, nö. Witzigerweise, den Controller hat er sofort erkannt. Ich glaube, wir haben nur zum Tanke, ey. Oh, scheiße. Die Reifen gleich explodieren gleich. Aber egal. Ist aber jetzt an sich egal. Ich spiel's jetzt mit Controller. Das Spiel und hat das erkannt, mit, womit du besser zurechtkommst. Das wollte dir nur helfen. Oh, meine Reifen sind so gut wie fertig, ey. Ja. Ach du Scheiße. Ich muss wieder zur Tanke, ey, sonst bin ich nur wieder am Ende hier. Ach Gott, ey. Die Reifen haben nicht lange gehalten. Drei Runden mhm. Maximal. Diesmal werde ich sie nicht so eskalieren lassen wie vorher. Oh Gott. Wohin habe ich da jetzt überholt? Oh, mich? Ah, du warst. Okay. Ich musste wieder an die Tankstelle, ja, leider. Meine Reifen waren mal 98%. Oh! Ja, du musstest aber auch mich unbedingt überholen damit, oder? Dann platzen sie halt, ne? Ja, dann bist du so richtig langsam. Ja, das wollte ich nicht. Irgendwie die letzten Kurven nur noch. Ja, geschlichen. Einmal schneller, als wenn du keine Reifen hast. Stewe überrundet. Der tankte gerade so vor sich hin.
Ja, dem ich dagegen gefahren bin. So zeigt man. Ich hab eine brennende Zigarettenkippe in seine Richtung geschnippt. Mal gucken, was passiert. Ich bin schon längst weggefahren. Wenn da jetzt was passiert, ist mir das egal. Da war was, hast du gehört? Ja. Ach du Scheiße. Das heißt, jetzt könnte keiner mehr tanken. Wir müssen jetzt für immer mit dem. Wir werden jetzt alle irgendwann Probleme bekommen. Die Reifen müssen jetzt reichen. Fahrt lieber alle nur 10 km/h, aufs immer sicher gehen. Der Tag verlängert sich um 3 Jahre. Ach du Scheiße, ich hab 94 Reifen. Soll die platzen auch, bei 100, ne? Dann bist du so richtig langsam. Ja, sollte man verhindern. Die existiert noch? Ich dachte, die wäre explodiert. Jetzt haben sie schon eine neue gebaut. Ja, Eddie hat mal kurz den gesagt, baut das Ding mal wieder auf. Eddie hat Kaugummi draufgeklebt auf die Tankstelle. Aber kann ja gar nicht sein, der ist ja bei Diebster in der Karre. Schön wär's. Schön wär's, echt. Ich hab da gerade irgendjemand überholt. Ja, in der Tanke stand. Ah. Ach, Piet war gar nicht. Stimmt, deswegen steht jetzt auch bei mir 4 von 5. Oh, also diese Sachen, die im Weg rumstehen. Ups. Ah, Mann, ist das scheiße ohne analogen Input, ey. Wenigstens habe ich die Lenkung analog. Ja, da war ein Baum, aber vorbeigekommen noch. Glück gehabt. Oh, fast gegen den Baum gerutscht. Ja, fahren kann man das ja auch nicht nennen, das stimmt. Ja, das ist hier Nice 2, das Drift DLC. Pepega Edition. Jetzt werden die das hier für machen. Dafür ist das Spiel nicht so bekannt, wenn man mal überlegt. Vielleicht könnte man es damit bekannt machen. Ja, genau. Tschüss, Diebster. Das war ich. Ach, das warst du, Peter. So, ja. Ich wollte sagen, hier ist doch gar keiner bei mir. Ich hatte ein blaues Auto in die Bäume rausfahren sehen. Ne, ich bin aber gelb. Ich bin schwarz. Dann war es irgendwie anders. Ach so. Ja, aber vielleicht bist ja du blau. Ja. Ich war nicht gecrashed, hier ist auch keiner vorbeigefahren. Da waren mir ist auch keiner vorbeigefahren. Blau oder schwarz, was soll's. Bei mir ist auch niemand vorbeigefahren. Und ich hab ne blaue Karte. Ja, Martin, es gibt Tomete. Ja. Schönen Gruß an der Stelle. Schönen Gruß an der Stelle. Das war Synetik. Ach, die fahren auch mit. Verstehe. Ja, Herr Officer, das Auto war dunkel. Ja. Ich dachte, das hat mich jetzt im Busch gemacht. Oh, okay, doch mal wieder tanken, glaube ich. Wie oft war's denn schon? Zweite Mal wäre das dann jetzt. Oh süß. 12 Runden? Wow. Ich geh gleich schon jetzt das dritte Mal rein. Wäre langsam gut, wenn die mal käme. Ich bin schon bei 83%. Eine Runde geht bei mir noch. Oh, da kommen ja zwei Leute an. Was wollt ihr denn hier? Hoffentlich nur über Runden, meine Endrunden. Ja, wunderbar. Bringt einen Snickers mit. Ah, jetzt bin ich auch gediemen überrundet worden. Ist da jemand hungrig? Geht nicht mehr, warum? Ja, dann nicht. Sorry, die haben keins mehr. Ja, bei der Tank haben sie vielleicht noch eins. Da hab ich ja gerade gefragt. Achso. Du hast den Witz wohl nicht verstanden gehabt. Ist ja okay. Liebster, hast du eigentlich mittlerweile Eddie wieder entlassen, oder? Nö. Gar nichts habe ich. Ich kann mal fragen, ob der Snickers noch übrig hat. Ja, also an der Tanke, die hatten nichts mehr. Ich habe gefragt. Aber wir hatten sie. Was? Dann hast du alle gekauft, oder was? Ja. Du hast doch die ganzen Snickers gekauft, wahrscheinlich. Nee. Okay, das funktioniert nicht.
Er hat sie nicht gekauft, er hat sie gleich gegessen und ist dann abgehauen. Naja, um dann doch... Er hat sie nicht gekauft, er hat sie sich geklauft. Genau. Geklauft? Er hat sie nur gegessen, nicht gekauft. Was ist denn geklauft? Geh gerne zu Klaufland. Klaufland? Klaufland? Nee, also er hat sich alle genommen, aber nur zwei bezahlt. Ja, Alibi muss immer da sein. Oh. Die lachen einen aus. Ich war im Übrigen noch nicht ein einziges Mal in der Box. What? Ja, dann gibt's auch keine Snickers. Wie schaffst du das bei dem hohen Reifenverschleiß, Mann? Ja. Ja, aber gern wissen, ey. Was ist das Geheimnis, ey? Ich mach daraus einen Nullstopper. Ja, wie schaffst du das bei dem Reifenverschleiß? Vorsichtig fahren. Schonend fahren. Schonend fahren. Hat funktionierende Gas. Okay, warte. Wie hoch ist denn dein Bremsverschleiß? 100. Ja gut, die Bremsen haben 87. Aber die sind auch die einzigen Problemteile. Meine Reifen haben jetzt 50. Was? War auch nicht schlecht. Aber ohne Stops. Ja, ich bin zum dritten Mal jetzt an der Tanke, ey. Machst du das? Gut, weil überrundet sich gerade. Er cheatet. Hi, Liebster. Ja. Ach, du hast mich auch schon überrundet, ne? Scheiße. Oh, ich bin Vierter. Wieso bin ich Vierter? Weil ich irgendwann an der Tanke war, du Trollo. Wie oft ist Simon jetzt immer herbeigefahren? Zwei oder dreimal? Wie viele Runden habe ich noch? Ach, der fucking Baum. Leider redet Ellen nicht mit mir auf die Frage, wie viele Runden habe ich noch? Der Baum hat wehgetan. Holy shit. Alter, die Mann, der war aber hart, der Baum. 45% Karosserie. War das für ein Mammutbaum? Du musst halt sanft dagegen fahren. Aber sanft, ey. Ich kriege meine Reifen gerade. Na gut, das ist scheiße. Ach, dann mal gesenkt, ey. So schnell fahren kann man hier ja eh nicht. Also wird der Karosserieschaden wohl kaum was ausmachen. Fahren? Du rutschst mehr. Ach man, normal ist gleich hier wie Kirche. Was soll das? Scheiße. Ich rutsch auch nur noch in der Gegend rum. Aber eine Runde geht bestimmt noch. Einer geht noch rein, ja. Alter! Wo kann man eigentlich hier nicht gegenfahren? Den Asphalt. Alter, ja, richtig rein rumlenken wollte ich wohl auch nicht. Ja, komm ich halt mit 200.000 km/h vorbei. Ui, das war jetzt... Ja, aber der Baum, der scheiß Baum hat mich wieder getroffen. 66 Motor. Der scheiß Baum. Wollte unbedingt an Diebstahl dranbleiben. Das Problem ist, wenn der einmal heiß ist, dann bleibt der eine Weile heiß. Ich glaube, das liegt jetzt an den Bremsen, dass ich an den Baum... Aber dafür gehen die Reifen wieder auch... Wenn die Reifen auch ziemlich heiß, sag ich mal. Das war Bullshit. Da war ich jetzt zu schnell rein. War vielleicht nicht schlau, mit 39% von der Tanke wegzufahren. Wieso? So. Ich sonst immer so mit 34 von der Tanke wegfahren. Aber 40. Wenn Bremsen schon so scheiße ist, darf ich hier nicht ganz so schnell machen. Jo, tanken. Irgendwann tut der Baum dann auch mal weh. Scheiben putzen. Aschenbecher ausleeren. Du rauchst dabei doch noch! Nein. So, das muss jetzt aber das Ziel reichen.
Scheiße. Was los? Die eine Kurve, die verkacke ich immer. Oh. Komm. Ah. 64er Reifen fangen natürlich jetzt entsprechend. Ja, zum Ende wird es schneller mit dem Prozenten hochgehen. Da rutscht es natürlich dann doch mehr als es mir lieb. Ja, mehr als mir lieb. Noch mehr als es mir lieb ist. Also mir wären so 0% rutschen lieb. Ja, das wäre geil, aber ja, das gibt's hier nicht. Zumindest sehr schwierig zu realisieren, sagen wir es mal so. Wie Runden hast du denn noch, Demon? 2. Scheiße. Ja, zu viel, um durchzukommen. Ja, genau. So sieht's dann aus. Demon, fahr schneller. Liebster zählt auf dich. Naja. Da muss ich echt noch ein kurzes Stopp einlegen. Es gibt nichts anderes, keine ja, Option. Same. Das ist auch mittlerweile 71. Dann kann ich die dann kann ich den drittplatzierten hier überrunden. Hervorragend. Ja, ja. Ich muss jetzt langsamer machen. Die Reifen. Boah, dann überrunde ich jetzt Demon. Naja, das scheint. Die Reifen sind gar nicht so das Problem. Mehr die scheiß Bremsen, weil die nicht mehr bremsen. Dann hör auf, Gas zu geben. Nee, wer macht denn sowas? Jemand, der Bremsen schonen will. Das für verrückte Menschen. da ist einer. Diebstahl. Ja, ja. Was tanken oder was? Ja, war ich. Darf ich mir nicht wieder den Motor kaputt machen wegen dir? Was natürlich auch hilft, nicht voll in die Eisen zu gehen beim Bremsen, weil bei dem wenigen Grip rutschen die Reifen beim Bremsen ja auch. Ja, sagt es mal jemandem mit digital. Ja. Ja, gut. Irgendeiner drückt da hinten, wer ist das? Tja. Wer will mich jetzt zurücküberrunden? Du bist das? Zurücküberrunden. Naja, also einmal zurücküberrunden wahrscheinlich nur. Ach, diese Bäume. Kann ich nicht zulassen. Da müssen wir nochmal auf die Tube drücken hier. Das ist schlau, war ich bin. Okay, mal gucken. Ich hab 81% Reifen, bin gerade über Start und Ziel. Naja, wird klapp. Vielleicht nicht der schlauste Move von mir, aber egal. Ecke hasse ich. Wobei, wenn Dennis jetzt gleich sagt, wenn er gleich sagt, er ist im Ziel, brauche ich gar nicht mal die Tanker zu nehmen, dann. Hier geht echt nicht mehr viel in den langgezogenen Kurven und den 70er Reifen oder was sie jetzt sind. Süß. Nein. 7, oh fuck. 88, ah! Scheiße, ich hab die Stelle verwechselt. Ich hab die Stelle verwechselt. Ich Dummkopf. Ich werde ein Problem kriegen. Ich bin bald halt gleich auch langsamer. Ja, meine Fresse. Ich nehme hier gerade auch alles mit in der 18. Runde. 18. Aha. Na gut, dann darfst du noch eine Runde fahren, Pief. Ich hab die Stelle verwechselt, die eine. Warum auch immer. Meine Bremsen sind auf 99. Bist du durch? Die sind bei dir eigentlich immer auf 100. Ja, ich bin durch. Aber Pete darf noch eine extra Runde fahren. Ich hab die Stelle verwechselt. Exakt, genau. Aber es war knapp. Hi. Hi. Auf mit mir, dass ich noch ins Ziel komme, ja? Ja, schaffst du schon. Ist ja gleich da. 97% Reifen. Ja, vorne. Alter, lass locker angehen, Mann. Ich bin doch schon im Ziel.
Aber gut gemanagt, Reifen 72, Getriebe 74, hey. Wie viele Runden habt ihr? 20. Ich wäre jetzt in die 19. rein. Also das wäre jetzt die 21. die, ja, gekommen wäre jetzt. Mhm. Guck mal, wie lange ihr jetzt warten müsst, weil ich noch Pete vorgelassen habe. Ja, warum machst du das denn? Das ist Steven, der da hinten rumguckt? Nein, das ist Peter. Ach so, das ist Pete. Also ja, klar. Ich hab die eine Kurve verwechselt und bin rausgerutscht, hab Pete vorgelassen. Ja. Wo bleibst du denn, Pete? Och, Pete, jetzt mach doch mal hin. Ich glaube, ich gehe noch mal kurz in die Tankstelle. Ja, genau. Noch ein bisschen tanken. Ja, Dritter geworden, immerhin. Mehr war nicht drin für mich. Ich weiß nicht, warum ihr kein Nitro benutzt habt. Ich hab das die ganze Zeit benutzt. Ich hab das benutzt, ja. Hat so eine schnellste Rennrunde gefahren. Ja! Nitro! Gibt's hier Bonuspunkte? Wenn man die ganze Zeit in die Tanke musste gegen den Reifen, dann kann man auch den Motor kaputt machen, oder? Na, idealerweise wäre es so gewesen, dass die 1.12 ohne Stopp geschafft hättest. Ja, dann hättest du halt in der ersten Runde machen müssen, oder in der zweiten. Wahrscheinlich in der ersten. Naja, dritter in Gesamtwertung auch nicht schlecht geworden. Aber abgesehen davon sind die Rundenzeiten ganz in Ordnung von euch. Ja, und die Rennzeiten, aber die Rennzeiten halt nicht. Ja. Ja. Da wart ihr nicht schonend gefahren. Wir sind durch, oder? Ja, aber irgendeiner muss noch weiter drücken. Oh. Hier ist er wieder. Jetzt Steuerung 5, ja? Die Erdbeere meine ich. Ja, genau, dann du machst Steuerung 5. Steuerung P nicht vergessen.